Okay. Haben wir es. Okay, das waren jetzt zwei Szenen, die Sache Bugs zu bauen. Ich meine, das, was jetzt Priscilla gesagt hat, war, glaube ich, nicht das, was sie eigentlich gesagt hat, sondern es war nochmal die Wiederholung von ihrer Schwester. Und auch wie. Bevor wir mit der Schwester gesprochen haben, war da auch nochmal eine verbuggte Cutscene quasi, beziehungsweise ein verbuggter Text, wo schon mal Lloyd etwas gesagt hat, allerdings in Pressierstimme, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ein bisschen komisch, aber okay. Kann man nicht ändern. Okay, jetzt die Frage, was müssen wir als nächstes machen? Tja, dann brauchen wir die Flöte. Das Haus der Besinnung, was hat mir die hier auf der anderen Seite? Ist doch auch irgendwas, irgendein Pass oder so. Eine Feenschlucht. Was ist das für ein Komisch? Ja, darf ohne Genehmigung eintreten. Okay, dann halt nicht. Bei dem Haus zu wissen, waren wir schon auch noch nicht. Doch, müssten wir eigentlich schon gewesen sein. Ich glaube gerade, was wir noch für Orte hier haben, wo wir nicht waren. Hier drüben ist noch irgendein Ort. Was auch das sein soll. Dann können wir hier überhaupt landen. Tempel der Dunkelheit, okay, das. Der letzte Landzeiger ist zum Zerfall. Was hat es eigentlich mit der Insel auf sich? Können wir da jetzt eigentlich lang landen? Irgendwo? Exile. Wolkenstadt. Besuch? Wow, das ist echt selten. Die Stadt ist die letzte Zuflucht, die uns Halbelfen noch geblieben ist. Okay, ich schau mal eine Stadt der Halbelfen. Die Legende besagt, dass der erste Regent von Exile einen Pakt mit Maxwell geschlossen und Exile danach zu einer schwebenden Himmelsstadt gemacht hat. Natürlich ist das bereits viele tausend Jahre her. Ich habe niemand weiß genau, ob es wahr ist. Okay, wer ist Maxwell? Wir leben hier in Frieden und ohne Angst vor Verfolgung. Aber das ist doch alles, was wir haben. Bevor ich nach Exile zog, hatte ich wirklich ein schweres Leben. Halbelfen, die keine Heimat haben, bleibt nur Exile als Zufluchtsort. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich weiß also nicht genau, wovon Mutter spricht. Ja, das ist. Okay. Ich dachte eigentlich, das ist ein Typ. Naja. Was? Wer bist du? Halbelfen und Menschen. Zusammen auf Reisen. Das ist eine seltene Kombination. Ja,
kann ich mir vorstellen, dass das für dich sehr komisch wirkt. Menschen. Ich habe noch nie welche gesehen. Hier? Ah, da kommen wir nach draußen. Wo ist die Stadt hin? Ich kann mich da noch ein bisschen umsehen. Ob da sonst noch irgendwas ist. Man hat zwar jetzt nicht direkt zu. Okay, die Stadt ist in mehreren Teilen unterteilt. Halt dich von diesem Ort fern. Natürlich. Sind wie weggeblasen, wenn ich ihn noch sehe. Die Stadt Exile ist vollständig von der Oberfläche abgeschnitten. Ach, wir wissen nie, über welches Gebiet wir gerade schweben. Ich möchte nicht in einer Welt leben, die uns diskriminiert. Stimmt ja. Hallo, wir werden hier diskriminiert. Restauriert, Modell. Dachte, ihr wisst nichts über die Oberfläche. Wie ist das Katzenforschungsteam hier hochgekommen? Okay, sonst sehe ich nichts. Waren da unten noch Personen? Ganz kurz. Hier noch Licht. Nach unten. Da ist noch einer. Die Geschichte, dass der Anführer von Exile einen Pakt mit Maxwell geschlossen hat, nun könnte es was Wahres dran sein. Wenn es in dieser Stadt einen Hinweis auf Maxwell gäbe. Ich frage mich eh, wer der ist. Man würde den Pakt. Ich müsste mit Tageist sein, aber. Wir hatten doch jetzt schon alle bis auf Licht und Fenster quasi. Oder habe ich irgendwas übersehen? Hätte ich mit denen hier gesprochen? Ja, habe ich. Die Stadt wird leicht verwirrend. Wie das sie nicht mal so groß ist. Aber na gut, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Eigentlich müssen wir den letzten Lumzeigeist irgendwie befreien. Oder halt einen Pakt mit ihm schließen, so rum. Ja, dafür brauchen wir den Vogel Asgern. Oder lässt sich der vielleicht mit uns auf dem Pakt an? Jo, es ist Stockfenster. Es scheint, als hätte der Elementargeist der Finsternis einen gewaltigen Einfluss auf diese Gegend. Was ist das dunkle Wahnsinn? Athletisches Füßchen. Wir können so nicht weitergehen. Lass uns beim Institut für Elementarkräfte nachfragen. Die haben hier schon Untersuchungen durchgeführt. Sollten also wissen, wie man Licht in dieses Finsternis bringt. Ja, das ist eine gute Idee.
Kommt, lasst uns wieder nach draußen gehen. Okay. Okay. Mein Fuß. Okay. Heißt, wir müssen zur Stadt. Ja, stimmt, den Patriarchen sollten wir auch nochmal auf den Zahn fühlen. Wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. So, nehmen wir mal nicht die Abkürzung. Gib mir zum Forschungssatz tut für Elementarkräfte. Nein, vergiss nicht, dass nach uns gesucht wird. Geh nicht an Orte, die schwer bewacht werden, okay? Ich weiß. Ist das Institut schwer bewacht? Ich weiß gerade gar nicht. Charters. Ich habe gehört, dass das gesegnete Holz nur in der Gegend von Osset wächst. Stimmt das? Ja. Das heißt dann also, dass es kein gesegnetes Holz mehr gibt. Das Holz, das ich geschlagen habe, wird in der Kirche gelagert. Das ist also tatsächlich der letzte Rest. Dann habe ich wohl keine Wahl. Mats, warum sorgt sich Crucius um gesegnetes Holz? Weil es gebraucht wird. Weshalb denn sonst? Gebraucht? Für was? Ich fühle mich nicht genötigt, dir das mitzuteilen. Übrigens, Leute, die Pakt mit den Elementargeistern, die er derzeit eingeht, er müsste damit aufhören. Ach, und du meinst, das machen wir nur, weil du es sagst? Es ist gefährlich, sich auf Dinge einzulassen, deren Ergebnis man nicht sehen kann. Das kann dazu führen, dass etwas geschieht, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Aber wenn es doch keinen anderen Weg gibt, beide Welten zu retten, müssen wir es doch tun. Nur Geduld, Leute. Was soll das denn nun wieder heißen? Das ist eine gute Frage. Aber Kratos spricht sowieso relativ oft in Rätseln. Gina, an die anderen. Wir hatten eine Bitte an euch alle, wenn es geht. Wisst ihr Shadows Temple? Ja, das ist schon klar. In diesem Fall müsst ihr euch die blaue Kreuze nutzen. Die blaue Kerze. Was soll das sein? Blaue Kerze? Das ist eine hellige Kerze, die die Macht der Finsternis vertreibt. Habt ihr so etwas hier? Naja, ausgehend von alten Aufzeichnungen könnten wir sie in unserem Labor erstellen. Und? Können wir eine leihen? Natürlich, es wäre unser. Den Typen ist ja schuldig, dass Kate festgenommen wurde. Den helfen wir nicht. Er ist in Chinas Freunde. Kate? Was ist mit Kate? Kate soll hingerichtet werden, weil sie Kriminellen und Schlupf gewährt und ihnen bei der Flucht geholfen hat. Und deswegen, verdammt. Leute, wir müssen Kate retten. Leute. Ich will sie auch retten. Ja, aber wie? Wie wäre es, wenn wir bei den Wettkämpfen im Kolosseum teilnehmen? Kolosseum? Wozu? Es wurde ursprünglich erbaut, um Kämpfe zwischen Häftlingen und wilden Tieren abzuhalten. Es gibt einen Gang, der direkt vom Gefängnis zum Kolosseum führt. Ach stimmt, du warst ja schon mal da drin.
Dann wollen wir uns mit zur Rettung. Dann wollen wir uns und retten sie. Okay, alles klar. Kommt, Leute, schnell zur Arena. Okay. Ich dachte jetzt. Ich meine. Ja, ihr wurde zwar damals aufgetragen, uns zu bewachen, aber nicht. Dass sie uns. Also. Tja. Sie hat uns quasi auch dadurch Unterschlupf gewährt. Aber nicht. Jetzt nicht machen müssen. Hat der Waffenladen nicht irgendwas Brauchbares? Nö, ich glaube, das habe ich alles in der Zwischenzeit selbst. Okay. Wie sieht's aus mit dem Anpassungsschmied? Das Zeug für Kulit wäre halt besser. Kulit ist. Kulit und Lloyd sind, glaube ich, die mit den schlechteren Waffen gerade. Ich hätte sogar für Kulit noch eine bessere Waffe. Obwohl, Leute, auf geht sogar von Status aus. Ich echt bei Leute irgendwas? Nö. Blutrose, rote Rose. Ist auch nicht besser, okay. Komm, Meisterin. Schaut sich nicht aus, okay. Passt. Halt, die Arena ist rein, ich bewacht. Sollten wir da wirklich rein? Ich bin mir nicht sicher.